Hearthstone Pack Opening. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es wird wirklich Zeit für ein Pack Opening. Die Packs quellen über. Und wer weiß, vielleicht laufen dann die Matches ein bisschen besser als das aus der letzten Runde oder die beiden aus der letzten Runde. Obwohl das nicht wirklich meine Schuld war und auch nicht die Schuld der Päckchen. Aber egal, würde ich sagen. Wir lassen heute, wie gesagt, einfach mal ein paar Päckchen für uns droppen oder für uns sprechen oder wie man sagen möchte. Ihr wisst, was ich meine. Es ist übrigens nicht der Fall, dass ich diese jetzt extra noch kaufen muss oder ähnliches. Ich habe mir die komplett freigespielt. Teilweise gegiftet bekommen von Blizzard oder ähnliches. Deswegen, ja, wir machen erstmal so ein bisschen das andere Zeug auf. Das ist noch Ungoro, das sind noch klassische und dann eben diese 10 von diesem Kobolde. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Und ich würde sagen, ohne jetzt große Umschweife, machen wir das mal. Ich habe beim letzten Mal ja Frostthrone aufgemacht, da waren aber die auch schon dabei. Heute ist es wirklich im Zeichen von diesen Kobold-Packs. Und ja, wie gesagt, dann schauen wir doch mal. Wir fangen erstmal mit den klassischen an. Also viel Spaß. Mit meinem augenblicklichen Kartenrücken, den ich ziemlich cool finde. Wo ich mich gerade gar nicht mehr daran erinnern kann, dass ich den ausgewählt habe. Okay, habe ich natürlich auch alles schon. Ich glaube, bis auf die Legends habe ich alles. Glaube ich. Glaube ich. Wie wahrscheinlich ist das, dass man noch zwei Classic Packs aufmacht, so zwischen Tür und Angel als Appetizer und da dann Legend drin ist? Ja, klar, schaut mal. Das ist ein normales. Rare. 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 Legend. Ja, nee, ist klar. Läuft die Aufnahme? Ja, schön. Okay. Aha. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Ich habe gerade bei PUBG ein überraschendes Chicken geholt. Von dort bin ich noch sprachlos. Und jetzt kommt der mir noch so. Auch schön, den kann man nutzen, vor allem in Gold ist der toll. Ja gut, jetzt haben wir ein Legend. Wisst ihr, wie oft ich drüber nachdenke, ob ich mir Ragnaros vielleicht basteln soll per Staub? Ich glaube zwar nicht, dass es der sein wird. Bei meinem Glück ist es was ich doppelt habe. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt. Also das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Wie wahrscheinlich ist das bei so ein bisschen Classic Packs? Machen wir es spannend, oh mein Gott. 3, 2, 1. Legendär! Nein, ich dachte, das wäre Ragnaros für einen Moment. Baron Geddon fügt am Ende eures Zuges allen anderen Charakteren 2 Schaden zu. Ja, naja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, nice to have, aber ob ich den einsetze? Weil er killt halt auch meine. Gell? Aber nice to have, aber für einen Moment habe ich gedacht, oh mein Gott. Für einen Moment habe ich echt gedacht, das wäre Ragnaros. Er sah kurz so aus. Na, das wäre es jetzt gewesen. Aber darüber werde ich mich also bestimmt nicht beschweren, weil wenn das so weitergeht, habe ich wirklich alles aus dem Klassik. Jetzt machen wir eins von Ungoro auf. Ich bin ja schon froh, dass es kein Doppelter war. Okay, mal was Normales zur Abwechslung. Habe ich alles schon. Das kenne ich nicht. Zieht eine Karte, erhaltet eine Kopie davon auf die Hand. Das kenne ich noch nicht. Schurke. Klonkapsel. Okay. Jetzt machen wir diese Kobold-Päckchen auf. 10 Stück davon. Ja, mal gespannt, was da drin ist. Da habe ich ja wahrlich noch nicht viele. Bin schon froh, wenn ich was für alle Klassen wie das hier finde. Kampfschrei verursacht 3 Schaden, der zufälliger Weile Feinde verteilt. Oder, das ist eigentlich ganz cool. Oder was für Priester. Okay, ein Spotter. Ziemlich hoher Spotter. Ruft am Ende eures Zuges einen zufälligen Diener bei, der 1 kostet. Was? Wie, immer wieder, oder? Immer wieder und immer wieder, oder wie? Das klingt ziemlich mächtig, muss ich sagen. Müsste ich mal ausprobieren und einbauen. Was ich vor dem nächsten Let's Play auf jeden Fall machen werde. Hatte ich das überhaupt schon mal?
Hatte ich das überhaupt schon mal? Ich muss schon lachen. Dass ich zwei Legends in einem Pack Opening? Ich glaube nicht. Ich bin... Also heute ist mein Tag, ganz ehrlich. Offensichtlich. Was war ich das? Kampfschrei verleiht, benachbarten Dienst 2-2. Auch schön. Ja gut, ach du Schande. Ich bin, hab noch nicht mal richtig angefangen, bin schon der zweite Legend. Okay, ja, machen wir wieder spannend. 3, 2, 1. Legendär! Nein, eine Schurkenkarte. Sonja Schattentänzer. Nachdem ein befreundeter Diener gestorben ist, erhaltet ihr eine Kopie 1-1 davon auf die Hand. Sie kostet 1. Okay, nicht so geil. A, Schurke, B, nicht so überragend, wie ich finde. Aber, naja, ja, mein Gott. Legend halt, oder? Aber Schurke spiele ich jetzt nicht wirklich oft und dann ist es nicht mal eine gute, finde ich. Aber, ja, also so dekadent möchte ich jetzt nicht sein, dass ich mich über Legends beschwere. Auch nice to have, würde ich sagen. Priester, verleiht einem Diener 2-2, erhält auf eurer Hand einen Bonuseffekt. Mhm. Cool. Selten. Jäger. Selten. Und Hexenmeister. Okay. Ja, bisher ist es ganz unterhaltsam, das Backup-Opening. Ist einiges drin. Ist einiges drin. Druide. Priest kopiert einen Zauber aus dem Deck des Gegners und erhaltet die Kopie auf die Hand. Ja, so gegen den Magier, so Sheep oder so. Ja. Ist ja nicht teuer. Aber auch nicht viel anders als Gedankenraub. Ruft eine riesige Ratte 2-3 herbei. Das heißt also, wenn man den spielt, hat man ihn und die 2-3 oder was dabei. Das ist aber mächtig. Finde ich. Schamane, okay. Fünftes Päckchen. Okay, eine Epic, auch schön. Rare noch dabei. Spott und Gottesschild. Ja, naja, ja. Selten. Hexer, mag schauen, was, vielleicht ist das was für Priest oder so. Upsala. Könnte ja sein. Episch. Ja, tatsächlich. Mischt alle Diener in das Deck eures Gegners. Hä? Mischt alle Diener in das Deck eures Gegners. Hä? Auch meine oder was? Also wenn das Board voll ist, kann ich sie alle, obwohl... Auf der anderen Seite, klar, da liegen vielleicht 5, 6 oder mehr, 8 oder so auf dem Board. Und man kann sie alle ihm in die Hand stopfen. Und dann quillt seine Hand über und es platzt alles. Aber das ist auch mehr im Notfall am Schluss, würde ich sagen, wenn man irgendwie am Verlieren ist. Also eigentlich ist es, naja, gut. So lala finde ich die, muss ich gestehen. Ausprobieren würde ich die bestimmt mal, aber klingt jetzt nicht so, als wenn sie mir den Hintern retten könnte. Nicht unbedingt jedenfalls. Kampfschrei rekrutiert einen Diener, der maximal 4 kostet. Rekrutiert heißt was? Ja, ins Deck oder was? Oder halt auf die Hand oder wie? Zerstört die Waffe eures Gegners? Ist der erweiterte Blob oder wie das Viech da heißt? Ihr wisst, was ich meine? Paladin? Selten. Und Schamane, okay. Nochmal eine Epic, okay. Nehme ich gern. Hier hatten wir schon die Priesterkarte. Okay. Hier ist die Rare, Druide. Mal schauen, was das ist. Schurke. Okay, mischt drei Kopien von Hinterhalt. Euer Deck ruft eine Spinne 4-4 herbei, wenn sie gezogen werden. Klingt ja fast besser als der Legend. Okay, gleich zwei Rare. Kampfschrei verleiht euren anderen Dienern plus 1 Leben. Okay. Wow. Golden und selten. Die kam jetzt aber auch schon oft heute, aber golden ist immer schön. Schamane. Selten. Schamane. Paladin. Schöner Löwe. Kristalllöwe. Jetzt haben wir noch zwei Päcksche. Päcksche. Okay, jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Obwohl das auch schön ist. Zerstört die Waffe eures Gegners. Golden ist immer schön, finde ich. Gleich zweimal. Okay. Jetzt kommen wir ja schon zum letzten Pack. Okay.
Hat er ganz am Anfang sein ganzes Pulver verschossen, glaube ich. Ja, wie oft bringt er mir diesen Vogel jetzt noch? Diesen Vogel. Todesröcheln erhaltet eine Münze auf die Hand. Ja, naja, gar nicht mal blöd. Nochmal der. Vieles hat sich auch gedoppelt irgendwie. Und nochmal Druide. Und das war's auch schon. Ich glaube, da kann ich... Können wir schnell reinschauen. Einiges entzaubern, weil ich glaube, vieles doppelt habe. Aber ich finde es cool. Das habe ich jetzt also noch nie gehabt, dass ich Classic Packs einfach mal so aufmache, weil sie mir halt dazu gegiftet wurden. Zum Beispiel, wenn man Dings gewinnt, Kartenchaos oder sowas, bekommt man sie. Aber dass da ein Legend drin ist, ist nicht wahrscheinlich. Hier unzählige oder überzählige Karten sind ja eine Menge. Kann man entzaubern. Ich bin überfällig mit meinem Staub für einen Legend. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Legend ich da nehmen soll. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Und ich glaube, da werde ich bis zum nächsten Match oder bis zur nächsten Runde mal mir an meinem Deck ein bisschen was verändern und die neuen Karten versuchen so ein bisschen einzubauen. Und dann machen wir mal eine Runde, mal gucken, wie sie läuft. Ja. Ich zeige euch nochmal die beiden Legends. Die waren eigentlich nochmal sehenswert. Das war ein 7er, gell? War das so? Genau, der war es nämlich. Ja, ich weiß nicht. Der macht mir... Also wenn er nur den Gegnern Schaden machen würde, wäre es was anderes, aber so... Ich glaube nicht, dass den viel spielen. Vielleicht täusche ich mich. Mag anders sein, aber... Warum wir hier oben jetzt... Achso, wegen den 7ern, würde ich sagen, die ganzen... Jetzt sind sie wieder da, die ganzen Zahlen weggemacht hat, wollte ich sagen. Schurke war das andere noch, gell? War ein Lowy in 2er oder 3er oder sowas, gell? Nee, 3er war's. Da ist er. Ja, okay. Ja, was soll ich sagen? Also, ja, da, nachdem einer gestorben ist... Ich meine, auf der anderen Seite, man bekommt es halt immer. Egal, wann er stirbt, solange der Charakter lebt, aber mit 2 Leben... Ist das wahrscheinlich nicht lange. Ja, naja, okay. Nice to have, aber vom Hocker reißt es mich nicht. Weil es gibt in diesen neuen schon schöne Sachen. Ein Cleave und so. Oder halt allgemein halt die allgemeinen. Also gibt es schon coole Legends. Also das ist mit Sicherheit. Also mehr, was man halt auch brauchen kann. Ich glaube, irgendwo konnte man auch einstellen, dass er mir, glaube ich, nur Kobolde zeigt. Genau. Also da gibt es schon süßes Zeug. Auch im Low-Bereich. Geil. Aber, ja. Nee. Obwohl, so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet. Ist das echt alles? Oder ist, achso, ne, das sind nur die allgemeinen, gell? Okay. Was gibt's da für Priest, wenn wir schon da sind? Priest. Priesty. Gar nicht so viel. Den Drachen gibt's. Der Gegner spielt 2 Züge, danach spielt ihr 2 Züge. Wenn man es aber auch nicht gerade. Der Hammer. Naja, sei es drum. Wollte es euch auch nur mal so ein bisschen zeigen. Wie gesagt, das war das Pack-Opening. Als nächstes, ich denke, sogar morgen kommt gleich mal ein Match oder 2 Matches. Eine Runde, bei dem ich das Ganze mal ausprobiere. Und da sehen wir uns dann wieder. Tschüss.